Herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte euch heute in diesem Video nicht nur einen, sondern ganze zwei Titel vorstellen. Und zwar geht es heute zum einen um Ich und die Heartbreakers Make My Heart Sing von Ellie Novak und Jurassic Park von Michael Crichton als Hörbuch. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach auch bei dem ersten Buch. Und zwar, habe ich ja schon gesagt, möchte ich euch heute Ich und die Heartbreakers Make My Heart Sing von Ellie Novak vorstellen. Ich muss jetzt dabei sagen, dass es sich hierbei nicht um den ersten, sondern um den zweiten Band der inzwischen zweibändigen Heartbreakers-Reihe handelt. Ich habe ja bereits in 2017, im letzten Jahr, habe ich ja bereits den ersten Band verschlungen und geliebt. Ich habe das im letzten Jahr mit ganzen 5 von 5 Sternen bewertet. Und nochmal als kleine Gedächtnisschütze, der erste Band sieht so aus. Und wie gesagt, habe ich das Ganze auch rezensiert. Ich verlinke euch das Ganze nochmal hier oben oder unten halt in der Infobox. Da könnt ihr auch nochmal gerne vorbeischauen. Das würde mich auf alle Fälle freuen. Aber es soll ja heute in dieser Rezension hier um Ich und die Heartbreakers Make My Heart Sing gehen. Wie gesagt, das Ganze ist der zweite Band dieser Reihe. Ich kann positiv berichten, dass ich dieses Buch auch unabhängig vom ersten Band lesen konnte. Das finde ich sehr, sehr positiv. Heißt, ihr müsst nicht den ersten Band gelesen haben, um dieses Buch verstehen zu können. Sowas gefällt mir immer sehr, sehr gut. Aber bevor ich jetzt ins Schwärmen gerate, würde ich sagen, beginnen wir immer einfach mal mit der Geschichte. Und zwar lernen wir in diesem Buch Felicity kennen. Felicity ist zwar noch jung, hat aber einen genauen Plan für ihr Leben. Sie möchte auf alle Fälle Geld verdienen, sie möchte gute Noten schreiben und später nach Harvard gehen. Aber sie hat auf jeden Fall einen Punkt in ihrem Leben, den sie auf keinen Fall erreichen möchte. Und zwar möchte sie nicht den gleichen Fehler begehen wie ihre Schwester Rose. Ihre Schwester hat damals einfach ihre Sachen gepackt und ist von einem Tag auf den anderen verschwunden. Ihre Mutter und Felicity leiden sehr darunter, versuchen aber ihr Leben möglichst weiterzuleben. Felicity ist auf jeden Fall sehr engagiert und ist dieses Jahr für die Vorbereitung des Maskenballs an ihrer Schule zuständig. Sie geht natürlich auch auf diesen Maskenball und hat dort eine Begegnung, die ihr Leben für alle Fälle verändern wird. Denn auf diesem Maskenball trifft sie dann Aaron. Von Anfang an ist sie fasziniert von Aaron. Sie versteht sich vom ersten Augenblick an absolut gut mit ihm und findet danach etwas heraus, was ja schon sehr eigenartig ist, denn schon bald findet sie heraus, dass Aaron nicht Aaron ist, sondern dass Aaron der Alec ist, also der Bassist der berühmten Band, der Heartbreakers. Eigentlich kann sie mit den Heartbreakers nichts anfangen, aber trotzdem ist sie absolut fasziniert von ihnen und möchte ihn auch unbedingt näher kennenlernen. Natürlich kommt es auch dazu, dass sie sich öfter treffen, was natürlich schon ein bisschen vorhersehbar ist. Ja, aber auch zwischen den beiden entwickelt sich schon bald eine Freundschaft und sie können gar nicht mehr die Augen voneinander lassen. Es kommt dann auch dazu, dass Alec ihr nachher anbietet, Felicity auf der Suche nach Rose zu helfen und die beiden begehen einen Roadtrip und versuchen Rose halt zu finden. Es kommen schon bald so einige Geheimnisse ans Licht. Und auch die Beziehung zu Alec, da scheint auch irgendwas nicht ganz normal zu sein. Und wie jetzt das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr in diesem Buch. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu meiner Meinung. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich den ersten Band der Heartbreakers im letzten Jahr absolut geliebt habe. Ich war absolut überrascht. Das Ganze sieht so nach einer locker leichten Liebesgeschichte aus. Oder beziehungsweise nach einem Jugendbuch halt. Also was hier äußerlich an diesem Cover schon so zu erkennen ist. Es sieht halt nach einer Jugendbuchgeschichte aus, aber ich muss sagen, dass es Ellie Novak schafft, in diesen Büchern sich ein etwas härteres Thema zu nehmen. Im ersten Band war es ja, also unsere Protagonistin war ja Stella und sie hatte halt eine Schwester, die an Krebs erkrankt war und halt ein großer Fan von den Heartbreakers war. Im zweiten Band hat man hier jetzt Rose und Rose ist ja halt abgehauen von ihrer Schwester und ihrer Familie. Und solche harten Themen nimmt sie sich einfach und verpackt es in einem so tollen Jugendbuch. Das finde ich absolut gelungen und ich mag auch einfach den Schreibstil von Ellie Novak. Er ist absolut locker leicht. Sie schafft es toll, ihre Charaktere zu beschreiben. Also ich bin ja auch total verliebt in die Heartbreakers. Sie ist eine absolut super tolle Band. Man kann sie so ein bisschen vergleichen mit One Direction. Also finde ich diese Band einfach absolut toll. Ich würde mir wünschen, dass es die ganze Band echt gibt. Gibt es ja leider nicht, aber trotzdem, ich fand es auch sehr, sehr toll,
dass man auch hier noch Parallelen zum ersten Band hat, heißt, dass man hier nochmal die Charaktere aus dem ersten Band kennenlernt, man erfährt, wie es mit ihnen weitergeht. Man trifft hier nochmal im zweiten Band auf Stella und auf, ich weiß gar nicht mehr, wie der Leadsänger aus dem ersten Band heißt, ist ja auch egal, den findet man hier im ersten Band auch noch. Man erfährt, was aus ihm geworden ist und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich fand auch diese ganze Geschichte mit dem Roadtrip absolut gelungen. Es ist eine tolle Beschreibung der Orte, wo sie sich aufhalten. Also man fühlt sich so, als ob man wirklich da ist. Ja, das Ganze ist wirklich, wirklich toll. Ich kann es euch empfehlen. Ich habe auch dieses Buch hier wieder mit 5 von 5 Sternen bewertet. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn es jetzt noch weitere Bände dieser Reihe jetzt geben würde. Also wenn man sich das Cover ja so anschaut, sind ja hier 4 Bandmitglieder. Und vielleicht wird es ja auch 4 Bücher davon geben. Also das fände ich richtig, richtig toll. Ich habe ja jetzt von Ellie Novak noch ihr Buch Ich und die Waterboys hier, was ich immer noch lesen muss. Aber nach diesem Buch werde ich auf jeden Fall noch dazu greifen. Ich kann euch die Bücher von Ellie Novak wirklich empfehlen. Also wie gesagt, es sind wirklich harte Themen in diesen Büchern, aber absolut toll verpackt und einfach absolut gelungen. Ich werde auf jeden Fall weitere Bücher von Ellie Novak noch lesen. Sie sind einfach absolut genial und ich kann sie euch einfach nur immer noch ans Herz legen. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem Hörbuch, was ich in diesem Monat gehört habe. Und zwar ist ja jetzt passend zum Kinostart von Jurassic World jetzt Jurassic Park nochmal als Hörbuch vertont worden. Ich glaube, ich muss eigentlich zu Jurassic Park eigentlich nichts sagen, weil ich glaube, jeder hat mindestens mal den ersten Film gesehen, etwas davon gehört oder wer weiß, vielleicht hat auch der eine oder andere das Buch auch noch gelesen. Auf jeden Fall, das Buch wurde von Oliver Rohrbeck gelesen und ich finde seine Hörbuchstimme absolut angenehm. Ich finde, er hat so ein bisschen was von dem Hörbuchsprecher von Stephen King. Also er hat auch so eine tiefe, aber sehr angenehme Stimme und das Ganze war wirklich absolut toll umgesetzt. Ja, aber bevor ich jetzt weiter rede, würde ich sagen, komme ich nochmal zurück zur Geschichte. Vielleicht gibt es ja wirklich den einen oder anderen, der sich noch für die Geschichte interessiert. Und zwar geht es hier großen und ganzen um den Multimilliardär John Hammond, der eine Privatinsel besitzt und er hat eine absolut einmalige Geschäftsidee. Und zwar hat er sich mit einer Hand von Wissenschaftlern zusammengetan, die es geschafft haben, 15 Dinosaurierarten wieder zum Leben zu erwecken und haben sich überlegt, dass sie einen Freizeitpark daraus machen sollen, wo ganze Familien sich halt wieder den Dinosauriern widmen können. Sie erfahren sehr viel über die verschiedenen Arten, sie können sie anfassen, man kann sie bestaunen. Und so weiter. Und ja, das ist natürlich schwierig, diese großen Tiere in einem Zoo zu halten. Vor allem, wenn man sich den Tyrannosaurus Rex ansieht, ist natürlich sehr gefährlich. Und bevor dieser Park eröffnet werden kann, müssen sich einige Leute um die Sicherheit des Parks kümmern. Sie müssen sich ansehen, ob man das wirklich den Menschen zumuten kann oder nicht. Und deswegen lädt John Hamilton zum einen Ian Malcolm, den Mathematiker, beziehungsweise im Film ja Chaos-Theoretiker, dann Alan Grant, den Archäologen und seine Assistentin Ellie ein, um sich den Park genauer anzusehen, um halt sich ein Bild davon machen zu können, ob das Ganze sicher ist. Ja, und während dieser Führung, die sie dort im Park haben, ist natürlich absolut großartig zu sehen, dass das Ganze möglich ist, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Aber es kommt auch natürlich dazu, dass das Ganze nicht friedvoll ausgeht, denn während dieser Führung durch den Park kommt es dazu, dass die Zäune, die die Dinosaurier zurückhalten, diese Zäune versagen und die Tiere, vor allem die gefährlichen Tiere wie der Tyrannosaurus Rex, kommen frei und ja, wie das Ganze ausgeht, das ist natürlich nicht so ganz positiv. Denn unsere Forscher, die dort im Park auf dieser Insel gefangen sind, geraten in große Gefahr und müssen jetzt um ihr Überleben kämpfen. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein großer Befürworter für Oliver Rohrbeck war. Er hat das Ganze wirklich sehr, sehr toll gelesen. Ich fand seine Stimme absolut großartig. Ich habe es jede Minute genossen, wo ich dieses Hörbuch hören konnte. Ich fand es auch sehr, sehr gut, dass jetzt nicht die Geschichte so sehr an den Film angelegt war. Heißt, dass dies doch einige Parallelen gab, dass es aber auch
ja, einige Unterschiede gab. Also im Film wurde doch sehr, sehr viel abgeändert. Es gab ja zuerst das Buch und dann den Film. Ja, ich fand es auch sehr, sehr gut. Da habe ich auch anfangs eher gezweifelt, ob mir das gefällt, dass, ja, dass das Ganze doch sehr, ja, zum einen wissenschaftlich, aber auch sehr, ja, erklärend war. Heißt, man erfährt auch sehr viel über die Dinosaurier. Das hat mir auch gut gefallen. Ich fand es auch sehr, sehr toll, dass man halt sehr viel über die verschiedenen Dinosaurierarten erfährt. Ich fand das Ganze auch sehr, sehr spannend und packend. Das Ganze hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe dem Hörbuch 4 von 5 Sternen gegeben und für einen großen Jurassic Park Fan ist das Ganze natürlich ein Muss. Ich bin auch ein sehr großer Fan der Filme und ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal den ersten Film ansehen. Und wer weiß, vielleicht schaue ich mir jetzt auch noch dann Jurassic World an. Also wenn ihr noch nicht in Jurassic World wart und nochmal in den Genuss der Jurassic Park Geschichte kommen wollt, ist das natürlich auch ein sehr, sehr großer Tipp. Und ja, ansonsten habe ich euch jetzt alles vorgestellt, was ich jetzt vorstellen wollte. Ich packe euch sämtliche Links zu der Rezension zum einen von Ich und die Heartbreakers in die Infobox. Ich packe euch aber auch noch den Link zu dem zweiten Band von den Heartbreakers in die Infobox. Und zu, ja, dem Hörbuch von Jurassic Park. Also es ist alles in diesem Video wirklich Empfehlungen. Die kann ich euch alle nur ans Herz legen. Alles packe ich euch in die Infobox. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr vielleicht schon etwas von dem Buch bzw. dem Hörbuch gehört habt, wenn ihr es vielleicht schon gelesen habt, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann schaut auf jeden Fall hier in die Ecke, da findet ihr noch den Abo-Button. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen, dann verpasst ihr keins von meinen Videos mehr. Und ja, damit sage ich jetzt auch dann bis zum nächsten Mal und tschüss!